Ja, wie ich zum Islam gekommen bin. Eigentlich muss man sagen, der Islam ist zu mir gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das war damals so, ich habe in meiner Lehre in einem Zimmer gewohnt. Das war so ein Haus mit Studenten und Auszubildenden. Und eines Tages zog halt nebenan ein junger Mann ein und ja, wir haben uns mal gesehen, schon nach dem Feierabend, als ich nach Hause gekommen bin. Er kam dann mal etwas später als ich. Und ich habe mich immer gefragt, er hatte immer so eine Mütze auf dem Kopf, so ein Käppi. Und ein großer, starker Kerl irgendwie. Naja, und irgendwann, wir hatten so eine Gemeinschaftsküche, sind wir uns dann mal da begegnet. Kam ins Gespräch und dann meinte er, ja, was machst du denn? Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt meine Tischlerausbildung gemacht. Und dann sagte er, echt, du bist Tischler, Mensch. Ich bin auch Tischler, ich lerne auch gerade Tischler. Das ist ja ein Zufall. Und so sind wir dann aneinander gekommen, fanden uns sympathisch und haben dann immer mehr miteinander unternommen, gemacht, sind ausgegangen und so, haben abends nach dem Feierabend zusammen gegessen und Spaß gehabt, Sachen erzählt und dann, ja, irgendwann fragte ich ihn mal, ja, was bist du denn so für einer, was machst du denn so? Und dann kam das schnell dazu, dass er sagte, ja, ich bin Muslim. Als ich dann halt auch fragte, warum er seine Mütze immer auf dem Kopf hat und so. Ich bin Muslim. Ich sage, ja, bist du Muslim? Du bist doch Deutscher. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Aber ich bin halt einem Mann begegnet, dem Sheikh Nasim, und habe mich dann mit dem Islam beschäftigt, auch über andere Deutsche, damals schon Muslim-Konvertiten. Und als ich dem Sheikh Nasim dann getroffen habe, da hat es bei mir einfach Klick gemacht und da sagte ich zu mir, okay, das ist es, der Mann spricht Wahrheit, ne? Spricht Islam, spricht Wahrheit. Und dann gesagt, dann musst du Muslim werden. Okay, und ich habe das so hingenommen, ich war halt mein Freund, wir haben halt wie gesagt viel miteinander gemacht. Irgendwann haben wir uns dann auch eine Wohnung zusammengenommen, weil die alte Wohnung, die war nicht mehr ausreichend. Und so Wohngemeinschaft halt, ne? Wir haben ja auch den gleichen Beruf gehabt, das passte ja ganz gut. Beide früh raus und beide wieder spät nach Hause. Und ja, haben uns zusammen eine Wohnung gesucht, eine schöne, hatten da jeder unser Zimmer. Damit waren wir dann noch enger zusammen, sage ich mal, haben auch noch mehr gemacht. Also, und ich selber bekam dann immer mehr Interesse auch am Islam. Ich habe auch da in seinem Zimmer gesessen, wenn er gebetet hat, habe dann gewartet, bis er zu Ende gebetet hat. Und dann kam dann irgendwann mal der Tag, wo ich nach Hause kam. Und da machte er Dicke. Ja, dann meinte ich, oh, als er fertig war, meinte ich, was machst du denn da? Ja, ich mache Dhikr. Was ist denn Dhikr? Ja, das ist Meditation. Ne? Gedenken an Allah. Ich sage, okay, das hört sich echt schön an. Das macht das Herz auf. Das ist voll schön gewesen. Darf ich denn da mal mitmachen? Und dann meinte er, ja, und natürlich kannst du das nächste Mal, wenn ich das mache, dann machst du einfach mit. Und ja, eine Woche später, am Donnerstagabend, dann hat er das dann nochmal gemacht und hat mich eingeladen. Und dann habe ich das mitgemacht und fand das immer noch super schön, dicker. Ja, wir haben das dann des Öfteren wiederholt und witzigerweise kamen dann auch noch andere Freunde dazu, die das auch sich angehört haben, mitgemacht haben, dann irgendwie. Und ja, Tatsache mitgemacht. Irgendwann habe ich dann auch mitgemacht. Also auf einmal dann dicker gemacht. Und das war auch echt eine, wie soll ich sagen, ein Herzenswunsch. Ne? Das kam ganz von ganz alleine.
Und eines Tages sagt er, ja, okay, dann musst du mal mitkommen, wenn wir das in der Gemeinde machen. Also die Gemeinde, unsere Oma hier in Lüneburg, die macht das halt auch jeden Donnerstag natürlich, ein Wicker. Ja, und dann haben wir da, habe ich gedacht, okay, dann, wenn das hier schon so schön ist, dann in einer größeren Gruppe ist das bestimmt auch nochmal intensiver. Und dann bin ich halt mitgekommen zu dem Dicke in der Gemeinde hier in Lüneburg. Und es war wirklich, war toll, man kam ganz viele. Lüneburg ist eine ziemlich große Gemeinde sogar in Deutschland von Naqshbandis. Und dann haben wir da Dicke gemacht. Alhamdulillah, ich fand das voll gut, das macht mein. Machte das Herz auf, hat mich ausgefüllt, war wirklich toll. Ja. Dann liefen einige andere Sachen auch ganz gut in meinem Leben. Ich habe dann irgendwie eine Freundin gefunden. Ich war immer noch kein Muslim. Und von einem Tag auf den anderen liefen so ein paar andere Sachen dann halt nicht mehr so gut. Beruflich und so weiter. Und eigentlich hätte es mir gut gehen müssen, weil ich eine Freundin hatte, ich hatte einen tollen Freundeskreis und mir ging es aber gar nicht gut. Mir ging es halt gar nicht gut und da habe ich mich gefragt, okay, was kann ich dagegen tun? Und dann bekam ich ein Buch in die Hand, ein Buch über Islam und jemand sagte mir, okay, wenn du eine Frage hast, dann schlag irgendeine Seite von diesem Buch auf und halt den Finger drauf. Und genau da, wo du den Finger drauf tust, da wirst du die Antwort finden. Ja, und dann habe ich das Buch genommen, habe das aufgeschlagen, den Finger drauf gelegt. Und da stand dann, jeder Mensch braucht einen geistigen Führer. Ja, denke ich, okay, das sieht ja wohl so aus, ich bin zum Islam eingeladen. Und ich nehme ihn halt nicht an, also muss ich was tun. Und die einzige Möglichkeit, zum Islam zu kommen, damals für mich, bekannte Möglichkeit war, halt zu dem Scheich der Naqshbandis zu gehen und dort Muslim zu werden. Und denke ich, okay, dann musst du das machen. Ne? Und damals haben sich alle Naqshbandis aus der ganzen Welt in London getroffen, zum Ramadan, das war auch kurz vorm Ramadan. Und ich bin dann zu meinem Freund gegangen und gesagt, du, ich möchte gern Muslim werden, ich möchte mit nach London, ich möchte zum Ramadan und zu dem Scheich. Und er sagte, hey Mensch, das ist gut, das ist prima, dann fahren wir zusammen, zu dem Scheich. Ja, gesagt, getan. Wir sind einen Monat später oder was war dann Ramadan, sind wir dann mit dem Bus nach London gefahren. Und dort kamen wir dann an in der Moschee, das war eine alte Kirche, die halt nicht mehr als Kirche diente, sondern als Moschee. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren bestimmt 1000 Leute, vielleicht sogar mehr. Und dann kam natürlich auch der Sheikh Nazim, hat da jeden Abend auch Gebet gehalten, Fasten gebrochen und so weiter. Und da wurde ich dann rangeführt. Von älteren Brüdern natürlich. Und, für mich war das alles ganz fremd und ganz neuartig und ganz toll auch. Also ich hatte so viel Impression, das war kaum zu verarbeiten. Und wurde dann rangeführt und mir stockte der Atem. Ich konnte gar nicht sprechen. Ein anderer Bruder, Shamsuddin, hat dann für mich gefragt, darum gebeten, dass ich halt Schüler vom Sheikh Nazim werden kann. Und der hat das dann auch sofort bestätigt. Ja, ein Biat bekommen und habe ich die Shahada gesprochen. Das habe ich dann noch hingekriegt. Ja, alle Menschen haben mir auf die Schulter gefasst, auf die rechte Schulter. Alle Männer haben sich auf die rechte Schulter gefasst gegenseitig und alle haben dann mit mir zusammen die Shahada gesprochen. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Ne? 1000 Männer oder mehr. Und ja, das war der Zeitpunkt und auch die Geschichte, wie ich zum Islam gekommen bin und wie ich dann letztendlich konvertiert bin.
Yusubillah minashaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, irrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin.